Schokokeks? Ruft da ein Schokokeks? Ist da Essen drin? Dann freue ich mich. A Plätzchen a day keeps the Weihnachtsstress away. Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Für diejenigen unter euch, die mich nicht kennen, mein Name ist Katrin. Und wenn ihr euch fragt, was ich hier so treibe, von Unboxings meiner Boxen, die sich in meinem Abo befinden, hin über Make-up-Pflege, Hauls, eigentlich alles, woran ich Spaß habe und wo ich natürlich immer hoffe, dass ihr mit mir dran Spaß habt. Und heute habe ich auf jeden Fall Spaß und ich hoffe, ihr auch, denn es ist ein Kalender bei mir eingetroffen und den möchte ich gerne mit euch zusammen erobern. Und zwar handelt es sich um den Brigitte Adventskalender. Und den habe ich schon bei My Surprise mit dem Early Bird Rabatt auf jeden Fall bestellt. Also ich warte schon eine Zeit lang drauf und bin richtig gespannt, was da drin ist, weil ich da noch nicht alle Produkte weiß. Und ich würde sagen, wir stillen die Neugierde und fangen an auszupacken. Ich schiele schon wieder rüber, denn da liegt das gute Stück und ich zeige euch den einmal. So sieht er aus. Ist er nicht hübsch? Also ich finde den richtig hübsch. Wir haben hier verschiedene Rottöne, auch so Bordeaux-Rot und sowas Helleres. Und ja, das Problem mit dem, wie platziere ich denn jetzt, dass ihr den die ganze Zeit seht, ist halt ein bisschen kompliziert. Deswegen müssen wir ein bisschen improvisieren und ich würde sagen, ich hole einfach die Päckchen raus und halte die euch in die Kamera und ihr stellt euch das Bild dann einfach vor. Türchen Nummer 1 habe ich gefunden. Das ist einmal das. Und Leute, ich liebe diesen Humor, denn da steht ganz viel drauf. Und zwar über, etc. bla bla. Morgen ist Weihnachten und ich feiere diesen Humor und ich finde es richtig süß. Und wer mich kennt, ich feiere so Sprüche einfach, deswegen richtig cool schon mal. Und was haben wir in der Nummer 1? Oh mein Gott, ja. Oh, so cool schon. Guck mal, Leute. Von Nuxi, wie auch immer es ausgesprochen wird. Ein Huy Protégeuse. Und das mag ich gerne. Ich habe das in klein auch und gehe da ganz brav, sparsam mit um, weil ich das einfach so toll finde. Und das ist ein Öl, das könnt ihr auf euren Körper machen oder in die Haare rein und ist richtig, richtig gut. Und ich mache es meistens nur so in die Haarspitzen rein, weil ich es einfach so schade finde, mir das auf den ganzen Körper zu schmieren. Und ja, riecht super angenehm, ein richtig tolles Produkt. Also wenn das hier schon so startet, gerne her damit. Freue ich mich schon mal wahnsinnig cool. So. Türchen Nummer 2 ist einmal dieses hier, ein kleines bordeauxrotes Türchen mit kleinen Sternchen. Und da steht drauf, you're never too old to believe in magic. So, und was haben wir da drin? Etwas Kleines. Ach, wie cool. Wir haben vom Kanal, heißt das so? Keine Ahnung, eine kleine süße Nagelfeile auf jeden Fall. Und zwar eine Glasnagelfeile. Ach, ist die cool. Ich muss mal hier testen. Ich finde Glasnagelfeilen richtig gut und kleine Nagelfeilen sowieso. Gerade für eine Handtasche, weil ich echt immer irgendwo reißt mir immer einen Fingernagel ein und so. Deswegen kann ich sowas richtig gut gebrauchen und richtig süß. Einfach auch im Glas ist ja auch ein bisschen was Hochwertiges, finde ich schon mal auch sehr cool. Türchen Nummer 3 und Leute, was ich euch auch zeigen muss, das sind ja von vorne dann diese Herzen drauf und die gehen hier einfach weiter. Also nicht, dass das abgeschnitten ist und einfach nur so drauf geklebt ist. Hier, das seht ihr dann von vorne, diese kleine Spitze und hier geht es einfach weiter. Da steht drauf, langsam könnte man mal über Kuhwein nachdenken. Wie süß. Und was haben wir in der Nummer 3? Oh, cool. Eine kleine Handcreme von Oscar, glaube ich, heißt das. Erlebe frisch würzige Muskatnoten und belebendes Zitronengras, inspiriert von Südostasien. Hört sich ja auch richtig gut an und bin ich gespannt drauf. Ich will sie jetzt noch nicht aufmachen, weil, wie gesagt,
Handcremes habe ich auch ein paar offen. Da muss ich jetzt nicht wirklich die 101 Billions da aufreißen. Und aber cool, auch so eine kleine Handcreme, perfekt für in die Handtasche einfach. Die Nummer 4 befindet sich einmal direkt oben drüber und auch da geht das Herzchen dann weiter. Es gluckert schon da drin rum. Und seht ihr? Und dann kommt das halt trotzdem noch so zusammen. Also richtig cool. Und ich suche den Spruch. Moment, steht da etwa gar nichts drauf? Okay, auf der Nummer 4 steht irgendwie nichts drauf. Schade. Da freut man sich auch richtig über die Sprüche, die da drauf stehen. Ah, okay. Wir haben hier ein kleines Thermalwasserchen von Avène. Mag ich gerne, ist für empfindliche Haut und kann man immer mal gebrauchen. So ein kleines Thermalwasser haut mich jetzt nicht um, aber finde ich ganz niedlich. Die Nummer 5 ist eine kleine Christbaumkugel, die auch hier wieder weitergeht. Endlich Kuschelwetter. Nee, Kuschelwetter ist immer, egal wie. Was haben wir denn hier drin? Etwas Größeres. Und zwar, oh schön, ein Intensivserum von Sebamed Pro. Spendet intensive Feuchtigkeit, polstert ausgeprägte Falten auf. Yay, nehmen wir. Mit probiotischem Pflegekomplex. Hört sich auf jeden Fall erstmal spannend an. 30 Milliliter sind drin. Schauen wir doch mal rein. Das sieht auch hübsch aus. Also richtig cool. Mal gespannt. Oh, Packungsbeilage. Oh, das ist teuer. Ich habe keine Ahnung. Da ist auch ein Heftchen dabei übrigens, wo die Preise drin stehen, was ich richtig cool finde. Und wo auch, glaube ich, noch mal ein bisschen was über die Produkte drin steht. Da wollte ich aber noch nicht reinblättern, weil ich mich noch nicht spoilern wollte. Also Nummer 5 gefällt mir auch richtig gut. Und wir sind schon bei Nikolaus. Mein Gott, die gehen immer so schnell vorbei, oder? Deswegen brauchen wir auch so viele. So, Nummer 6, den kleinen Nikolaus habe ich gefunden und voll süß mit einem kleinen Engelchen. Und da sind auch so kleine Nikoläuse drauf, die dann immer weiter werden. Und da steht auch Happy Nikolaus drauf. Also ich bin gespannt, was sie sich da haben einfallen lassen. Also ein bisschen Erwartung haben wir schon. Okay, wir haben hier etwas Schönes drin und zwar eine kleine parfümierte Bodylotion von Giorgio Armani. 75 Milliliter und Sea heißt der Duft und den mag ich gerne und deswegen freut mich das auch. Habe ich auch noch eins im Backup und ich mag das echt gerne, wenn ich so ab und zu, wenn man so ein bisschen extra sein will und so seinen Duft noch ein bisschen verstärken will oder einfach so ein bisschen parfümierte Sachen drauf zu machen, finde ich ganz cool und finde ich auch eine passende Nummer 6, muss ich sagen. So, dann haben wir die Nummer 7 einmal hier. Christmas isn't a season, it's a feeling. Und das stimmt, 100%. Das hat nichts damit zu tun, welche Jahreszeit, das ist einfach ein Lebensgefühl. Deswegen können wir auch das ganze Jahr Kalender auspacken, oder? Oh, was ist das denn? Es knirscht ein bisschen. Bee Skin Store Food Naturally. Okay, natürlich nachhaltig wiederverwendbar. Aus Berlin. Liebe Grüße nach Berlin. In der Größe S. Ein Jahr. Ein Bienenwachstum. Okay. Das sind, glaube ich, diese Tücher, die ihr so übers Essen machen könnt, um das frisch zu halten. Oh, das riecht nach Honig, Leute. Also, oh, lecker. Oh, das riecht schon mal sehr geil. Und das könnt ihr irgendwie über das, da muss man nochmal nachlesen, aber genau, da könnt ihr die Sachen mit einpacken, also so abdecken, dann könnt ihr das abwaschen und immer wieder verwenden. Und könnt ihr auch Essen so reinpacken, Brötchen oder so. Wobei, meine Brötchen sind größer, das wird ein bisschen knapp. Aber schon mal sehr cool und ja, das ist ja so ein bisschen Lifestyle-Sachen auch hier drin. Boah, ich liebe den Geruch. Oh, richtig lecker. Das riecht einfach nach Weihnachten für mich, weil auf den Weihnachtsmärkten und so gab es früher auch immer diese Stände mit diesen Bienensachen und da hat es auch immer so danach geduftet, nach diesem Bienenwachs und oh, das erinnert mich gerade daran. Ich fühle mich gerade voll weihnachtlich. Deswegen freue ich mich auch über die Nummer 7. Die Nummer 8 haben wir einmal hier.
Wir haben kleine Sternchen, wir haben die Nummer 8 und Make a Wish steht drauf. Was wünsche ich mir denn? Einen kleinen Kalender im Kalender wünsche ich mir. Na, fast. Oh, wir haben eine Seife mit Aktivkohle und Ziegenmilch. Handgemacht im Kaltverfahren. Okay, das müsste eine Seife auch fürs Gesicht sein, ne? Ja, für die tägliche Reinigung von Gesicht, Körper und Händen. Okay, riecht nicht besonders jetzt. Ist so ein schwarzer kleiner Klumpe. Muss getestet werden, ob die gut ist. Aber Aktivkohle finde ich schon mal richtig klasse. Ist für normale bis fettige Haut. Also die wird an meinen Freund wandern, denn der hat fettige Haut und kocht ganz cool eigentlich. Die Nummer 9 ist einmal oben drüber und ist schwer. Und da haben wir auch einen kleinen Engel drauf. Make it a December to remember. Was ist in der Nummer 9? Oh, sehr cool. Wir haben von Larisé etwas. Ein Parfüm. Die Nummer 40. Ich habe ganz viele Larisé Parfüms. Ich guck mal gerade für euch, ob ich die Nummer 40 finde, welcher Duft das ist. Also, ich habe die Nummer 40 und sie ist noch ziemlich voll. Und da habe ich aber nichts draufgeschrieben. Ich meine, das ist etwas von Dior. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich müsste nachlesen. Aber ich meine, das wäre ein Dior-Duft. Und der riecht auf jeden Fall gut. Das habt ihr manchmal bei diesen Larisé-Düften und die sind wirklich toll. Die sind wirklich richtig toll und die riechen echt wie die Originale. Aber je nachdem, das sieht man hier jetzt zum Beispiel, der ist ganz hell und der ist jetzt dunkel, der ältere. Haben die auch mal eine andere Farbe? Lustigerweise, hatte ich jetzt schon öfter. Aber sie riechen dennoch gleich. Also, okay. Ich muss rausfinden, welcher Duft das war. Ich weiß, ich mag den gerne. Der ist ein bisschen schwerer. Die Nummer 40. Das ist immer das Problem, rauszufinden, welche Düfte das sind. Aber wie gesagt, ich habe da sehr viele, weil ich die echt richtig gut finde. Und auch wenn ihr auf der Seite guckt, für den Preis, oh, richtig toll. Also, Nummer 9 war auch schon mal richtig gut. Toller Duft auf jeden Fall. Die Nummer 10 ist groß. Beautiful Christmas. Wünscht Brigitte Box. Der war da unten in der Ecke. Psst, ruft da ein Schokokeks? Ruft da ein Schokokeks? Ist da Essen drin? Dann freue ich mich. Oh, nein. Es ist ein kleines Essen drin. Ich freue mich trotzdem. Oh mein Gott. Gott, wie cool ist das denn? Von Kneipp etwas, und zwar Aromapflegedusche. Genieße dein Zuhause, Kakao und Pekanuss. Lass die Welt draußen, da müssen wir jetzt dran schnuppern. Oh mein Gott, Leute. Oh, riecht das wahnsinnig gut. Deswegen steht da Schokokeks drauf, das riecht nach Schokolade, Leute. Also wahnsinnig geil. Oh mein Gott, riecht das gut. Rezeptur ohne Mikroplastik. Leute, schnüffelt an diesem oder kauft es euch einfach, wenn ihr auf Schokolade steht. Richtig genial gut. Wow. Mein Gott, ich bin immer noch hin und weg von dem Duft. Da stinkt das Parfüm ja gegen. Ich brauche Schokoparfüm. Die Nummer 11 haben wir hier einmal und da steht drauf: Naughty is the new nice. Oh Gott. Okay. Da haben wir etwas drin. Meine Freude hält sich in Grenzen. Wir haben eine Lidschattenpalette Edgy Nudes von Alverde Naturkosmetik. Die werde ich nicht verwenden, auch wenn das schöne Farben sind. Ich weiß nicht, geht die auf? Ja. Das sind richtig schöne Farben, aber ich werde da nie zugreifen. Das ist Naturkosmetik. Was Lidschatten angeht, ich soll es vielleicht mal testen, aber nein, ich möchte diese Palette nicht. Die gefällt mir nicht und aber irgendjemandem gefällt sie bestimmt und
Ich finde so Kalender auch einfach toll, um andere Geschenke zu machen. Und auch die wird ein liebevolles Zuhause finden und ihre Verwendung finden und jemanden glücklich machen. Nur leider mich nicht. 12. Die Halbzeit schon. Halbzeit. Ich schenke dir einen Stern. Steht drauf. Da ist bestimmt irgendwas Bademäßiges drin. So ein Badestern oder so. Nee, überhaupt nicht. Gut verraten, Katrin. Wir haben nämlich eine Creme von Eucerin. Hyaluronfiller mit SPF 30. Oh, das ist immer sehr cool. Und die ist auch noch verschlossen. Dann bleibt sie das auf. Und ja, wir haben eine 20 ml kleine Creme. Nummer 13 wurde erbeutet. Es steht drauf, Coffee and Christmas Music. Coffee, Coffee. Was ist Coffee? Ist da ein Coffee Scrub drin? Nein, ich sollte einfach aufhören zu raten. Wir haben aber, oh, was Cooles drin. Eine nährende Creme von I&M und Nourishing Cream, Avocado und Hyaluron. Oh, cool. Sehr cool. Ich sag doch, irgendwann kriege ich meine Serien zusammengestöbert, denn ich habe von der lieben Jenny auch mal in einem Tauschpaket die Augencreme dazu gehabt. Und sehr cool ist Age Protect, ja, nehme ich. Und also auch die Nummer 13 richtig cool. Und die Nummer 14 kommt hier einmal. Diätplan für Weihnachten. Besonders viele Plätzchen für alle Freunde backen. Je dicker die werden, desto schlanker sehe ich auch. Oh nein, okay, da ist auch was drin, das auf jeden Fall weiter wandern wird. Denn wir haben von Batiste ein kleines Trockenshampoo, das Volumen geben soll. Funktioniert bei mir nicht. Ich weiß nicht, ich kämpfe mich so durch meine Trockenshampoos. Hier sind 50 ml übrigens drin. Es will einfach nicht funktionieren und ja, auch die Nummer 14. Nicht so meins. Die Nummer 15 haben wir hier mit einem kleinen Tannenbäumchen drauf und es steht Meet me under the mistletoe, bring wine. Holla, es wird romantisch, Leute. Wir haben hier ein großes Paket, das sehr leicht ist. Okay, was haben wir in der Nummer 15? Ach, wie süß. I love Make-up, eine kleine Beauty-Tasche. Okay, Beauty-Taschen habe ich mehr als genug. Aber süße Idee, wird aber auch weiter wandern, weil das einfach, ja, Beauty-Taschen habe ich so viele mittlerweile und wirklich so viele tolle. Von daher ist das auch leider nicht so meins. Wir hoffen mal, dass in der Nummer 16 etwas Besseres drin ist. A Plätzchen a day keeps the Weihnachtsstress away. Okay, allein für die Sprüche finde ich den Kalender schon mega. Auch wenn da mal Produkte dabei sind, die nichts für mich sind, die kann man gut weitergeben. Und ich finde so Kalender halt auch einfach toll, um schöne Geschenke zu machen. Und hier haben wir aber was drin, was ich richtig cool finde. Wir haben Save the Bees von Lindesa, ein Handschutz, also ein Hautschutz und Pflegecreme mit Bienenwachs. Und die sieht erstens richtig süß gestaltet aus mit den Blümchen und den Bienen. Und okay, ich habe gerade gesehen, das ist also eine Handcreme. Und da sind 50 ml drin und mit Bienenwachs finde ich auch richtig klasse. Werde ich auch gerne aufpacken. Gerade im Winter finde ich das ganz wichtig, Handcreme zu benutzen. Und bei mir sowieso eigentlich immer Handcreme. Das ganze Jahr über. Handcreme kann ich irgendwie nie genug haben. Ich darf sie nur nicht immer alle gleichzeitig aufmachen. Aber ich verliere die auch manchmal ganz gern. Auch gerade wenn ich die in so Jacken stopfe, so kleinere, dann ist das immer ganz lustig. Irgendwann finde ich sie wieder, freue mich drüber und benutze sie weiter. Habe aber die nächste wieder verloren. Nummer 17 haben wir einmal hier. Prosecco Ho Ho Ho. Was ist da denn drin? Schnaps? In der Nummer... Oh nein, wie cool. Yay! Leute, wir haben etwas von Matt Musky und ich liebe Matt Musky. Ich liebe auch diese Sleeping Maske davon und alles, auch diese Masken, die ich, die Aftermask, diese Morning Mask, alles, was ich bis jetzt getestet habe, habe ich mich rein verliebt, ist nur
schweineteuer. Deswegen freue ich mich natürlich, 40 Milliliter sind drin, Leave Me On Winter Mask. Und die wird auch ihren Preis, einen stolzen Preis haben. Und freue ich mich natürlich riesig, dass sie hier drin ist und ist gerade so ein kleines Highlight-Produkt für mich. Die Nummer 18 ist einmal hier. Es steht drauf, aufgrund von wir schenken uns aber echt nichts, muss ich noch ein paar, das wäre doch nicht nötig gewesen. So. Wer kennt das nicht? Schön abgemacht vorher. Aber dieses Jahr schenken wir uns nichts. Und natürlich hat man was unter dem Weihnachtsbaum stehen. Und ich muss euch ehrlich gestehen, ich bin genauso. Ich kann das nicht. Bei mir geht es einfach darum, jemandem eine Freude zu machen. Ich erwarte dann auch wirklich nichts zurück, aber einfach nur so eine Kleinigkeit. Und wenn es eine Tafel Schokolade ist, finde ich, jeder sollte an Weihnachten einfach so ein kleines Päckchen haben zum Auspacken und sich drüber freuen. So, aber was ist... Oh mein Gott, nein, nee, das wäre nicht nötig gewesen. Doch, 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 es ist schön. Wir haben hier was drin, guckt mal. Oh, Schmuck. Von Gag and Lou. Was bist du? Oh, ist das hübsch. Wir haben ein kleines Armband. Oh, das ist sehr hübsch. Das hat hier auch so einen ganz süßen kleinen Anhänger dran, wo ihr noch ein bisschen Größen verstellen könnt. Ganz simpel, ganz schlicht in einem ganz tollen Goldton. Oh, das, sowas mag ich richtig gerne. Ein richtig tolles Produkt. Was heißt Produkt? Ein tolles Schmuckstück. Finde ich richtig klasse. Und wow. Wow. Könnt ihr auch vielleicht so einen kleinen Anhänger noch dran machen oder so. Gefällt mir richtig gut. Mein Gott. Ist wieder ein größeres Paketchen hier. Och, wie süß. Das könntet ihr sogar beschriften für und von, ne? So ein kleiner Geschenkanhänger dran. Was haben wir denn in der Nummer 19? Da ist ganz viel drin. Aha, ich sehe eine Zahnbürste. Okay. Was bist du? Oh, Watermelon and, was ist das? Peach-Aprikose. Oh, das ist Zahnpasta mit Wassermelonen und Peach-Aprikosen-Geschmack. Wie cool. Ich mag sowas. Und wir haben einen elektrischen Zahnbürstenkopf. Oh, hoffentlich passt der auf meine elektrische Zahnbürste. Da gibt es sogar noch 20% auf irgendwas. Wie cool ist das denn? Oh, Wassermelone. Lecker. Oh, da freue ich mich drauf, weil ich auf sowas so richtig stehe als Zahnpasta. Weiß nicht. Manche sagen ja, Zahnpasta gehört nicht da rein. Aber hey, in Wassermelone und Pfirsich nehme ich das. Und dieser Bürstenkopf auch richtig cool. Ich hoffe, dass der auf meine Zahnbürste passt. Und lustig. Auch richtig cool. Ich finde den richtig abwechslungsreich und spannend gerade. Die Nummer 20. Plakat ist schwer und es steht drauf. Sparkle and Shine is Christmas Time. Haben wir da etwa dekorative Kosmetik? Nein. Aber okay. Oh cool, den wollte ich schon immer mal ausprobieren. Von Nail Mikrozell 2000, diesen Nail Repair. Ah, ich dachte, doch, das ist dieser kräftige Nägel in 2 bis 3 Wochen. Richtig cool. Also, ja, ich darf den nicht, ne? Aber ich werde ihn trotzdem machen. Weil ich wollte das schon immer mal ausprobieren. Der soll ja richtig gut sein, damit man bessere Nägel hat. Und ich weiß, der kostet auch richtig Geld. Und oh, wie cool, dass der da drin ist. Freue ich mich richtig drauf zu testen. Und wenn ich dann hier hocke und nicht mehr diese kleinen abgebrochenen Stumpen hier habe, die ich gar nicht zeigen möchte, wisst ihr Bescheid, was er gewirkt hat. Also auch cool, freue ich mich. Ich persönlich freue mich darüber. Also 21 ist einmal hier, wieder sehr leicht, es klackert ein bisschen. All I want for Christmas is you. Just kidding, I want wine. Love it. So, was bist du? Was ist hier drin, Leute? Was ist hier drin jetzt? Okay. Frei von Chemikalien. Ah, okay, von Fräulein B. etwas. Und zwar ein Cognac Face Sponge. Hat er irgendwas extra?
Ja, so ein normaler kleiner Cognac-Sponge. Ich mag die Dinger, ich mag die gerne. Mein Freund benutzt die auch. Deswegen kann man die im Hause sehr gut gebrauchen. Und ja, haut mich jetzt nicht um. Hätte ich mir ein bisschen was. Ne, All I Want for Christmas mäßiges vorgestellt. Aber ja, auch ein cooles Produkt. Wir sind einfach schon bei der 22, Leute. Hier ist gleich rum. Das gibt's doch gar nicht. Was haben wir hier drauf stehen? Santa. I've been nice this year. Ist kein Häkchen. Okay, most of the time. Once in a while. Never mind. I buy my own present. Yay. Sehr cool. Und was haben wir da drin? Sehr cool. Von Louis Widmer etwas. Oh, eine Night. Rich Night Cream, Hyaluronsäure und Peptide. Ui, die sieht aber klein aus. Oh, die ist auch, müssen wir schnell verbrauchen, 2021. Muss ich auf meinen Stapel jetzt Verbrauch mich endlich stellen. Wir haben 10 Milliliter, die wird aber schnell weg sein. Anti-Age Intensiv. Und Louis Vuitton ist auch eine teure Marke, ist auch extra versiegelt. Oh mein Gott, dieses Lila, ich sterbe gerade dafür. Also diese Verpackung haut mich gerade so ein bisschen. Ich finde die Verpackung allein so schön. Ich habe davon auch noch eine Augencreme. Ihr merkt, mein Muster, ich schnorre mich fleißig weiter durch. Und ich mag das halt, wenn man so mehrere aufeinander abgestimmte Produkte benutzen kann, dann hat man immer so ein bisschen besseren Eindruck, finde ich. Also auch die 22 freue ich mich drauf, dass zu benutzen. Vorletztes Türchen, Leute. Ho, ho, ho. Und wieder so einen kleinen Sticker hier. Könnte man auch ausschneiden, aber das wäre viel zu schade, weil ich mag es, die Kalender auch wieder zu befüllen und weiterzugeben. Und was haben wir in der 23? Okay. Wir haben etwas von Bella Pierre. Oh, der sieht aber edel aus hier mit so einem Muster. Von Bella Pierre einen Lippenstift in Envy. Envy ist eine hübsche Farbe, Leute. Wow. Oh, der gefällt mir gut. Der gefällt mir. Der hat hier schon so eine kleine Schramme. Ich glaube, das war ich gerade, hoffe ich. Oder beim Rausdrehen wahrscheinlich. Aber, wow. Ja, cool. Also die Farbe gefällt mir. Ich habe auch einen anderen Lippenstift. Der ist nämlich auch in Envy. Und da dachte ich gerade, oh, hoffentlich hat der auch so eine Farbe. Hat er. Ein Mineral Lipstick und auch das Design richtig schön, gefällt mir gut. Schöne 23. Also, ta-da-da-ta-ta-ta, die 24. Sie ist sehr leicht. Merry Christmas steht drauf, nicht Christmas, Kissmas. Warum bist du so leicht? Was ist hier drin? Ah, ich weiß, glaube ich, was da drin ist. Da fehlt nämlich noch ein Spoiler-Produkt. Und das müsste genauso. Das sind nämlich Barbour-Ampullen. Und Barbour-Ampullen kann man nie genug haben. Wir haben hier 3 Ampullen drin. Und auch das eine coole 24 auf jeden Fall. Und ja, dann ist unser Kalender schon fertig. Ich dachte, euch interessiert, ob was da drin ist. Weil den gibt es ja noch zu kaufen. Ich versuche das Video so schnell wie möglich dann online zu stellen und dachte, ich filme den als erstes ab. Da kommen auch noch ein paar Kalender, aber manche davon gibt es halt nicht mehr und deswegen eilt das, glaube ich, auch nicht so. Aber das hier ist vielleicht auch, dass ihr wisst, was auf euch zukommt, ob der Kalender was für euch ist, auch bei dem Preispunkt, ob der was für euch ist. Ich habe einfach drauf losgeshoppt, ohne komplett zu wissen, was drin ist. Ich glaube, 4 Sachen waren gespoilert. Darunter auch die Barbour-Ampullen. Und habe gedacht, naja gut, mit den 4 Produkten wärst du schon mal gut. Und so fand ich den Kalender echt richtig cool. Also richtig tolle Produkte drin, die mir unheimlich gut gefallen haben. Auch dieses Armband, sowas ganz Spezielles. Okay, Leute, ich habe kurz mal noch durch das Heft geblättert. Das wollte ich euch noch schnell zeigen. Also Nagelfeilen könnt ihr verschiedene kriegen. Auch von den Seifen gibt es wohl verschiedene drin. Auch von diesem Bella Pierre Produkt könnt ihr entweder so einen Liquid Lipstick haben
Oder den Lippenstift, den ich drin hatte, aber ich glaube in derselben Farbe, wenn ich das richtig sehe. Und wo ich dachte, hallo, ernsthaft? In der Nummer 15 könnt ihr 5 verschiedene Produkte drin haben. Ich sage euch ganz ehrlich, da dachte ich mir auch, okay, da hatte ich glaube ich ein bisschen Pech, denn ihr könnt für 13,90 € ein Aloe Vera Gel haben, eine Augencreme mit Mandel und Olive, dann von Matte Maske, und ich habe noch von gesprochen, eine Sleep Repair Maske, ich wäre hier ausgerastet, oder von Balland en Provence eine Night Cream im Wert von 25,90 €. Oder eine nachhaltige Kosmetiktasche mit I Love Make-up. Niete nennt man das. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Also für mich war es schon so ein bisschen, wenn man die anderen Produkte liest, ich bin gerade so ein bisschen, oh, hätte ich gerne was anderes drin gehabt. Nichtsdestotrotz war der Kalender richtig cool. Richtig tolle Sachen dabei. Auch dieses Armband hätte ich wahrscheinlich in die 24 gepackt, wenn ich ehrlich bin, weil ich es richtig hübsch finde. Und klar, man kann nicht meckern. Es sind richtig tolle Sachen dabei. Auch Sachen, auf die ich mich riesig freue zu benutzen. Und ich drücke euch die Daumen, dass in eurer 15 etwas ganz Tolles drin ist. Und die Make-up-Tasche ist halt nichts für mich. Heißt ja nicht, dass sich andere nicht darüber freuen, nur weil ich tausende Make-up-Taschen habe. So Leute, was soll ich euch weiter zulabern? Ihr habt den Kalender gesehen, ihr wisst Bescheid. Ich finde da richtig coole Sachen dabei. Es sind Sachen dabei, die auf jeden Fall weiter wandern, die nichts für mich sind. Und aber das Spannende ist ja einfach, das zu entdecken und die Freude dabei. Und allein diese Sprüche waren der Knaller. Und ich wünsche euch von Herzen schönen Tag, Abend, Nacht, Morgen oder Mittag, je nachdem, wann ihr halt gerade das Video seht. Bei Gefallen des Videos freue ich mich über einen Daumen nach oben und ich freue mich über einen Kommentar von euch, weil ich bin immer neugierig, was ihr denkt. Und ich freue mich natürlich auch riesig über ein Abo, falls ihr das noch nicht getan habt. Und freue mich, wenn wir einfach ein bisschen wachsen. Und ja, wünsche euch jetzt aber wirklich von Herzen schönen Tag, Abend, Nacht, Morgen oder Mittag. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.